Moin zusammen. Ich habe diesen defekten Rechner bei eBay Kleinanzeigen gekauft und wir gucken uns heute an, was damit ist und ob wir den reparieren können. Vorab schon mal, wenn euch das Ganze in der Richtung gefällt und ihr öfter sowas sehen möchtet, dann könnt ihr gerne jetzt schon ein Abo dalassen und dann starten wir jetzt mal da rein. So, der Kater inspiziert schon kräftig. Ich habe mir das Ding von außen bisher nur angesehen, ich habe noch gar nicht geguckt, das habe ich auch schon vor ein paar Monaten gekauft. Ich glaube 2 oder 3, keine Ahnung. 2, glaube ich. Der Verkäufer hat gesagt, da ist ein i7 vierte Generation drin. Ich habe 40 Euro für den Rechner bezahlt. Für 40 Euro kriegt man auch einen i7 vierte Generation. Ich gehe davon aus, dass die CPU funktioniert. CPUs sind nur sehr selten defekt. Was uns direkt hier auffällt, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sieht, dieses Fenster ist relativ stark verschmutzt. Und was mir jetzt noch so auffällt, ich glaube, ich lege mal eben ein Mauspad hier drunter, damit ich meinen Tisch nicht noch mehr verkratze. Dieser Tisch ist super anfällig für Kratzer. Und der ist noch relativ neu. So. Außerdem, das Netzteil ist nicht richtig drin. Also es ist nicht festgeschraubt. Also hier wurde auf jeden Fall schon dran rumgedoktert. Und ich habe mal gefragt, was damit ist. Er meinte, der geht immer an und sofort wieder aus im Prinzip. Also die Lüfter laufen an und hören dann auf zu laufen. Habe ich tatsächlich gar nicht vor so langer Zeit schon mal gehabt. Da war das der USB-Anschluss von dem Gehäuse. Wir machen ihn jetzt auf jeden Fall erstmal auf. Zack, da sind die ganzen Schrauben. Schrauben in der Hosentasche, weil ich habe Katzen, sonst sind die Schrauben weg. So, wie gesagt, das hier ist ganz schön... Ganz schön eklig. Und innen drin sieht es auch nicht besser aus. Wir haben ein Corsair-Netzteil. Mit Kabelmanagementsystem und natürlich sind die restlichen Kabel davon nicht dabei. Hier sind nur 2 Kabel drin, das heißt, das Netzteil kann nicht so knicken sein. Ich kriege irgendwo die restlichen Kabel. Wenn mir jemand sagen kann, wo ich für die Corsair-Netzteil solche Kabel nachkaufen kann, gerne, weil ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich jetzt irgendein x-beliebiges Kabel reinstecke, ist das richtig gepolt? Keine Ahnung. Da würde ich mir auf jeden Fall erstmal mal Sorgen machen. So, Netzteil ist hier. Die Tatsache, dass das Netzteil nicht mehr da drin ist, lässt natürlich die Vermutung offen, dass der Verkäufer schon genau weiß, was kaputt ist und eventuell mich über den Tisch gezogen hat. Oder dass das Netzteil kaputt ist und er kein neues da reinbauen wollte, weil er sich das für den älteren CPU nicht mehr machen wollte. Wir haben einen, ich glaube, einen Micro-ATX-Board oder einen ITX. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich jetzt ergoogeln von der Größe her. Auf jeden Fall kleines Motherboard. Wir haben auch keine gekühlten Spannungswandler. Das ist ja was, was wir in der Zukunft schon als, in der Vergangenheit schon als doof festgestellt haben. So, in der Rückseite, was sehen wir hier denn? Kater, geh mal an der Seite hier. So, wir sehen weiterhin einigermaßen viel Dreck, also der Rechner ist ja schon lange gelaufen. Da, wo ich ihn abgeholt habe, war das ein kleines Bürogebäude. Aber der Dreck hier lässt eher auf Tiere schließen oder so, so viele kleine Haare, wie da drin sind. Das Board sieht irgendwie aus, als wäre es nicht ganz richtig drin, ist es aber. Spontan stecke ich da jetzt Strom rein und mache ihn an und gucke, was passiert. Weil, wenn ich das richtig sehe, alles, was drin ist, unser Motherboard hat hier Strom, hier oben hat es Strom, theoretisch passt es. So, Spooky, geh mal da weg. Geh mal runter, bitte. Ginger, du auch. So. Weil wenn irgendwas damit ist, muss ja nicht gleich unsere Katze den Strom schlachten. Zack. Rinn damit. Kater ist an der Seite und Feuer. Und noch ist nichts passiert. Einschalter ist hier. Und es passiert auch weiterhin absolut gar nichts. Ha, jetzt passiert was. Lüfter ganz kurz angelaufen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Ich zeige es nochmal. Läuft er wieder was? Okay.
Unsere Lüfter laufen immer wieder an und gehen dann auch sofort wieder, gehen dann wieder aus. Das ist ein schlechtes Zeichen. Sowas passiert nämlich, wenn die CPU kaputt ist. Motherboard oder CPU, würde ich behaupten. Okay, ich baue den Spaß mal aus und dann gucken wir weiter. Was machst du denn da? Komm, ich helfe dir. Spooky, Vorsicht. Leute, aber wir haben jetzt die Sachen hier, die uns interessieren. Wir haben einmal den RAM, das ist ein DDR3 1600er, ist ein Kit mit 16 GB von Corsair. Warum man auf so einen lahmen RAM tolle Heatspreader drauf machen muss, wo überhaupt keine Masse hinter ist. Wenn das überhaupt Metall ist. Ja, ist Metall, aber trotzdem. Sieht gut aus, bringt nichts. Wir haben eine Nvidia Quattro, ist eine stinknormale Business-Grafikkarte im Prinzip. Ist eine K620er, ein älteres Modell also. Hat einen Displayport-Anschluss, kann ich gebrauchen. Wir haben das Motherboard. Wir haben einen Arctic Freezer 3 Center drauf. Schöner alter Kühler. Viel Oberfläche. Gefällt mir. Gut verarbeitet. Die Finnen sind ein bisschen dick. Katze, was machst du da? Und um das Schätzchen wird es jetzt weiter gehen, weil irgendwo hier haben wir das Problem. Übrigens, derjenige, von dem ich den Rechner habe, ist ein Pentester. Pentester sind im Prinzip Programmierer. Meistens zumindest kommen die aus der Programmierung. Das sind Leute, die werden dafür beauftragt, Sicherheitslücken im Unternehmen zu finden. Im Prinzip also ein guter Hacker. Und meistens kennen sich Programmierer mit der Hardware an sich nicht so gut aus. Und das sehen wir auch schon hier dran. Zum einen, ich hatte doch recht, das Motherboard war nicht richtig fest. Und wie wir hier sehen, die Abstandshalter hängen noch am Motherboard. Warum? Weil der Kollege die falschen Schrauben da reingerammt hat. Mit anderen Worten, wird er beim Anziehen ziemlich viel Spaß gehabt haben, weil die sind zu groß dafür. Und ich werde jetzt... Gibt es leider nicht mehr zu kaufen, das Ding. Ich finde es zumindest nirgendwo. Aber in meinem Set ist tatsächlich extra eine Halterung drin, womit man die man hinten auf die Teile draufstecken kann. Und dann kann man sie abschrauben. Ist jetzt, glaube ich, die falsche, die ich gerade erwischt habe. Aber damit kommt man dann weiter. Ich hoffe zumindest, dass das passt. Weil ist ja noch das Gewinde jetzt im Weg. Okay, ich baue mal einen Testaufbau auf und dann gucken wir. So, Versuchsaufbau ist fertig. Ich habe einen frischen RAM-Riegel. Ich habe hier noch einen gehabt. Keine Ahnung, was genau das einer ist. Ist aber DDR3, also passt. Funktioniert auch, das weiß ich. Ich habe ein heiles Netzteil. Das haben wir im... Boah, welches Video haben wir das gehabt? Wir haben es in einem Video schon gehabt. Funktioniert auch, das weiß ich auch. Wir haben Motherboard, CPU und CPU-Kühler noch von dem Kauf. Ich vermute, dass da der Defekt drauf ist. Und jetzt werden wir gleich gucken, ob es eventuell RAM oder Netzteil sein könnte, was das Problem verursacht hat. So... Die Grafikkarte ist auch nicht drin, was bedeutet, die Grafikkarte könnte auch noch das Problem sein. Also entweder ist es RAM, Netzteil, Grafikkarte oder das, was ich hier habe. Und das finden wir jetzt raus, nämlich wenn er jetzt funktioniert, dann ist es was von den anderen Sachen. Und wir starten. Es passiert was? Es passiert mehr, als ich erwartet habe. Okay, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass hier das Problem nicht liegt. Ich guck mal ganz kurz da drauf, was wir hier... Wir haben einen HDMI-Anschluss. Und ich habe ein paar für den Bildschirm.
Gucken wir mal ganz kurz, ob wir ein Bild kriegen. So, Bildschirm ist eingeschaltet. Kein Signal hier und da. Das ist aber auch das falsche Kabel, wenn ich nicht vertue, Spooky. Kein HDMI-Signal. Okay, wir versuchen einfach nochmal unser Glück, indem wir neu starten. Da ich nicht weiß, welche CPU verbaut ist, kann es natürlich sein, dass da eine CPU ohne Grafikeinheit verbaut ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es das früher gab oder nicht, aber bestimmt. So, wieder Saft. Schaltet er von allein? Nee, dann geben wir Power. So, da kommt was. Der Monitor ist passend drin, das sollte er fressen. Okay, da sehen wir auch nichts. Dann machen wir mal mit dem nächsten Schritt weiter. Wir gehen auf die Grafikkarte. Zack. So, die Grafikkarte ist jetzt auch drin. Und jetzt gucken wir mal, ob wir weiterhin keine Probleme beim Starten haben. Da war's. Der Geräuschkulisse nach sieht es erstmal gut aus. Und wir haben ein Bild. Also wir haben über das Motherboard kein Bild gekriegt. Kann natürlich auch sein, dass im BIOS eingestellt ist, dass die externe Grafikkarte benutzt werden soll. Das kann natürlich auch sein. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist, weil mein Arbeitsspeicher da drin ist. Der andere hatte 16 bzw. 2 8 GB Riegel. Wir haben einen i7-4790K. Spontan müsste das so die stärkste i7-4. Generation sein, die man normal so in so einem Fertig-PC, also in einem PC, den man gebraucht kauft, bekommt. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nochmal irgendwie eine Spezialedition in der 4. Generation gab mit mehr Kernen oder so. Gab es früher ganz gerne mal, dass es dann auf einmal noch eine stärkere Version gab mit 6 Kernen. Ich glaube, in der 6. Generation gab es das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Unsere 40 Euro haben wir garantiert raus. Das gucken wir uns gleich mal an, wie viel wir jetzt im Prinzip damit plus gemacht haben. Aber erstmal gucken wir jetzt noch, ob der RAM funktioniert. So, der RAM ist verbaut und wir versuchen wieder unser Glück. Na, komm. Das sieht erstmal gut aus. So sehen durch noch nichts, aber laufen tut er. Warum wir jetzt nicht ins BIOS kommen, ist eine andere Sache. Oder ist unser Bildschirm weggepennt? Ich weiß es nicht. So, wir bekommen weiterhin kein Bild. Er hat eben einfach mal durchgestartet. Macht er jetzt gerade wieder? Irgendein Zusammenhang mit dem RAM? Sowas gibt es gerne mal, wenn man RAM wechselt. Dann startet so ein Rechner ganz gerne mal einfach ein- oder zweimal direkt durch beim ersten Booten. Allerdings kommt dann normalerweise danach auch ein Bild. Also ich habe die Vermutung, dass einer von unseren RAM-Sticks hier oder eventuell einer der Slots Probleme hat. Es kommt gerne vor, das ist jetzt auch ein relativ verstaubtes Board, dass sich zwischen den Rillen von den RAM-Schlitzen, also den Steckplätzen, dass sich da gerne mal direkt Staub drin sammelt. Und wenn man das hat, dann kommt schon mal vor, dass das Board nicht mehr funktioniert. Und das kann man dann beispielsweise mit einer Zahnbürste reinigen. Da muss man ein bisschen aufpassen, da kann man auch was kaputt machen. Aber in der Regel ist eine Zahnbürste dafür ganz gut geeignet, um das sauber zu machen. So, wir gehen jetzt einfach mal hin und nehmen einfach mal einen von den beiden Riegeln raus. Und versuchen nochmal unser Glück. Wacke mehr. Der Slot hier vorne funktioniert, das wissen wir, weil da war eben der andere Riegel drin. Also mein eigener.
Dass beide RAM-Sticks kaputt sind, kann ich mir auch nicht vorstellen. So, hat der Monitor eventuell wieder umgestellt? Ne, das ist HDMI 1, wie sich das gehört. Und nicht wundern, HDMI 1, ich habe doch gesagt, das ist DisplayPort an der Grafikkarte. Ist es, ich habe einen Adapter dazwischen. So, da kommt aber weiterhin nichts. So, alle Versuche sind, ne? So. Komm. Zack. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber Schiff Strobel hier vorne ist auch am Start. Man sieht ihn nicht. Da. So, ich habe es hiermit gerade wieder hingekriegt. Ich musste einfach nur den Bildschirm aus und wieder anmachen und schon hatte ich ein Bild. Keine Ahnung warum, aber war so. Ich habe jetzt wieder einen von den Originalriegeln verbaut und starte jetzt den Rechner. Und diesmal machen wir den gleichen Spaß mit Bildschirm aus und wieder an, wenn wir jetzt kein Bild kriegen. Wir haben ein Bild. Ihr seht es, da ist das BIOS. Und es sieht soweit gut aus. So, next. Kleinigkeit, die ich in der Zwischenzeit auch gemacht hatte, ich habe einmal das Netzteil ausgeschaltet und den Power-Button für 30 Sekunden lang überbrückt, sodass ich da drin alles entladen kann, so werden Speicher gelöscht und ähnliches. Und wir haben wieder ein Bild. Er meckert jetzt wegen irgendwas. The following channel memory did not pass CPU memory test. Please remove the memory, then plug again. Okay, jetzt meckert er einen der Speicher an. F1 to continue, F11 Bootmenü, F2 to run setup. Okay. Also mit dem hier hat er anscheinend ein Problem. Ich vermute es zumindest, weil beim anderen hat er noch nicht gemeckert, bei dem hier meckert er jetzt. Wenn ich das gerade so richtig erfühle, würde ich sagen, der ist auch nicht richtig drin. Es fühlt sich zumindest an, als würde der höher sitzen als der andere. So, der Stick an sich sieht eigentlich in Ordnung aus. Er hat hier schon relativ viel Abrieb vom Plug-in und Plug-out. Aber warum das jetzt so oft, werden die auch nicht reingesteckt und wieder rausgezogen, ne? So. Mal sehen, was jetzt passiert. Zack. So, wir haben wieder dasselbe Bild. Er meckert einen von den Speichern an. Following channel memory did not pass CPU memory test. Please remove the memory and plug in again channel B. Okay. Haben wir eine Beschreibung hier drauf, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, dass die sagen, welcher Channel. Steht natürlich auf dem Motherboard. Wenn es irgendwo steht, steht es so, dass man es nicht wählen kann. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es der hier ist, weil bei dem anderen hat er ja nicht gemeckert. Wir holen ihn nochmal raus. Gucken mal, ob er jetzt den Fehler immer noch bringt. Und dann wäre auch die nächste Frage, ist es der Speicher? Jetzt sind wir direkt im BIOS gelandet, also er meckert nicht mehr. So, wir packen jetzt den Speicher mal in eine andere Speicherbank. So, ist drin. Fühlt sich immer noch an, als wäre der rechte höher als der linke.
So, er meckert wieder. Heißt, es ist höchstwahrscheinlich der eine Speicher hier vorne rechts, der defekt ist. Juckt mich herzlich wenig, weil ich habe genug Speicher, die sind andauernd in allen möglichen Rechnern drin, wenn man die kauft, wenn man gebraucht Rechner kauft, und in der Regel brauche ich so viel nicht. Sind wir also an einer Stelle schon mal schlauer. Der Speicher ist Uppe. Wahrscheinlich. Das Netzteil testen wir auch noch. So, das Netzteil ist am Start, ist eingeschaltet und so weiter. So, angeschlossen, ja. Gucken wir mal. Weil im Idealfall ist einfach nur der eine Arbeitsspeicher defekt. Und wir haben ein Bild. Das heißt, wir haben diesen Satan hier, der uns das Problem mit dem PC eingebracht hat, beziehungsweise demjenigen, dem das Ding gehörte und der sich gedacht hat, ich verkaufe es, Spooky, dein Hintern ist im Weg, der sich gedacht hat, ich verkaufe es, anstatt mich selber darum zu kümmern. Und dementsprechend haben wir jetzt relativ viel Hardware für 40 Euro bekommen und als nächstes gucken wir uns mal an, was das Ganze kostet, wenn ich das jetzt so einzeln gekauft hätte, also einzeln gebraucht gekauft hätte oder verkaufen würde. So, da gucken wir uns einmal an, was die Hardware, die wir jetzt erstanden haben, so wert ist. Vorneweg für das Netzteil. Ich habe natürlich jetzt nicht testen können, ob das Netzteil einen Belastungstest standhält. Ich bin sowieso bei gebrauchten Netzteilen immer sehr skeptisch. Das müsste definitiv gereinigt werden von innen, da garantiert viel Staub drin ist, so wie der ganze PC ausgesehen hat. Und so ein Netzteil kann tatsächlich innen drin Feuer fangen und das ist keine schöne Geschichte, wenn sowas passiert. Daher, ich sage normalerweise Finger weg von gebrauchten Netzteilen. Ich werde das vielleicht für mich privat benutzen und werde dann halt immer wieder zum Testen oder so. Aber auf jeden Fall vorneweg, hier haben wir die Kabel für das Netzteil. Ich habe sie bei eBay zufällig gefunden, als ich nach dem Netzteil gesucht habe. Und zwar haben wir einmal das Kabel für die Grafikkarte. Das kostet 9,51 € plus 2 Euro noch was Versand, also 3 Euro Versand in etwa drauf. Und wir haben hier noch einmal ein SATA-Kabel, was noch fehlt. Kostet auch noch mal knapp 7 Euro, kein Versand. Dann haben wir das Netzteil selber, also das hier ist Verlust. Das müssen wir noch besorgen, damit das Netzteil wieder vollständig ist. Dann haben wir das Netzteil an sich. Dieses Netzteil alleine ist der günstigste gebrauchte Preis bei eBay, nicht bei eBay Kleinanzeigen, jetzt gerade bei 60,99 Euro. Damit haben wir schon quasi 20,99 Euro Profit gemacht. Theoretisch. Den habe ich auch irgendwo hier noch zu sehen. Wir machen erst mit dem Motherboard weiter. Und zwar, ich habe das gleiche Motherboard gefunden. Das gleiche Motherboard war aber bei, ich glaube, knapp 90 Euro. Und dabei wurde mir dieses auch angezeigt. Das ist eine Revision neuer. Ist plus CPU plus Arbeitsspeicher für 55 Euro. Das heißt, niemand würde, der klar bei Verstand ist, würde das andere Motherboard kaufen, wenn er dieses hier haben kann. Vor allem hier haben wir auch, obwohl, nee, den Vorteil haben wir hier nicht. Wir sehen hier unten auf dem Motherboard gerade nur, dass die SATA-Anschlüsse anders angeordnet sind. Auf dem, was ich jetzt hier habe, haben wir genauso viele. Wir haben da 4 Full-Size, obwohl, nee, 2 davon sind andere Slots. Aber egal, spielt auch keine Rolle. Einzige, was hier halt, doch, Slotblende ist auch dabei. Sprich, habe ich jetzt mit 55 Euro einfach mal gerechnet. Also das Motherboard ist theoretisch 55 Euro wert. Dann haben wir den Arbeitsspeicher. Ich habe das gleiche Set gebraucht, mehrmals gefunden. Das ist dort für über 80 Euro und dann steigend gewesen. Und einer war ganz am Anfang zu sehen. Das ist dieser, da will der für das Set 29,74 Euro haben. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Vor allem das Bild hier sieht aus wie die Bilder von AliExpress. Das ist irgendwie ein bisschen fishy, finde ich. Und wenn ich gerade so gucke, der Versand ist aus China. Aber wir rechnen jetzt einfach mal mit diesen 29 Euro. Die habe ich noch durch 2 geteilt, sind wir bei 14 Euro noch was. Weil einer der Speicher ja defekt ist und niemand wird so ein Speicherset heute noch für knapp 100 Euro kaufen. Daher 15 Euro für 8 GB Speicher sind schon, das kann man loswerden auf die Art und Weise, wenn man sowas kaufen will. Also ich würde für 15,
wenn ich solchen Speicher noch bei eBay Kleinanzeigen oder sonst was kaufen würde, würde ich darauf achten, dass ich größere Mengen kaufe und dann einen besseren Preis bekomme. Aber wie gesagt, ich brauche es nicht mehr. Besonders nicht bei einem DDR3-Speicher. Dann haben wir hier eine Quattro-Karte. Das ist die günstigste Quattro, die uns angezeigt wird. Die günstigste K60, 2 GB. Ich gehe davon aus, dass diese Karte hier auch 2 GB hat. Ich gucke gerade mal drauf. Ich glaube schon, ja. 21,50 €. Man wundert sich, solche Karten werden tatsächlich verkauft. Ich habe schon öfter aus alten PCs solche billigen Karten, die halt heute keine Performance mehr haben, weiterverkauft. Und die gehen immer mal wieder für 15, 20 € tatsächlich über die Theke, wenn man so will. Und hier haben wir unser Sahnestück, was viel teurer ist, als ich erwartet habe. Ich hätte gedacht, die sind momentan so bei tatsächlich 40 € oder so. Wir haben einen i7 4790K für 85 €, der günstigste, der bei eBay momentan zu finden ist. Würde ich ihn für den Preis kaufen? Nein. Wenn man bei eBay Kleinanzeigen sucht, kriegt man für den Preis eine entsprechende CPU mit Motherboard und Kühler und so weiter dabei. Und wenn ich gerade so sehe, ich habe eben anscheinend die Kühler Geschichte weggemacht. Das war der Arctic Freezer 13. Der liegt bei 14,99 €. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal hier nochmal zusammengefasst. Wir haben unseren RAM, der ist bei 14,87 €. Wir haben die CPU bei 85 € noch was. Mainboard bei 50 € oder 55 €. Grafikkarte 21, CPU Kühler 14 €. Netzteil 60 €. Die Teile insgesamt haben also einen Wert von 253,05 €. So, dann haben wir ausgegeben 40 € für den defekten PC. Wir bekommen noch ungefähr 17 € für, oder, nee, ungefähr 19 € für die Kabel für das Netzteil. Dabei sind wir also theoretisch bei einem Gewinn von 193,82 €. Ja, wie ist das Fazit? Wir haben theoretisch einen Gewinn gemacht. Man muss dazu sagen, das ist alte Hardware. Das ist nicht so einfach, die noch zu verkaufen, wenn man die verkaufen möchte. Man muss immer damit rechnen, bei den Preisen, die ich jetzt genannt habe, das waren jetzt die günstigsten Preise, die momentan zu finden sind. Wenn man das wirklich verkaufen möchte und das schnell gehen soll, dann kann man davon ausgehen, dass man ein gutes Stück weniger dafür bekommt, als ich gerade gesagt habe. Aber mehr als 40 € kriegt man garantiert. Also ich schätze mal, für die 100 € kriegt man den ganzen Kram definitiv los. Wenn man das halten möchte. Ich werde das vermutlich zum Rumbasteln benutzen und dann sehe ich weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen. Mich würde interessieren, was ihr so zu erzählen habt. Schreibt mir gerne was in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.